So welcome back, everybody. Willkommen zurück, jedermann. Let us open with a silent prayer. Lasst uns mit einem stillen Gebet beginnen. Amen. Okay, so welcome once more. Okay, willkommen zu ein weiteres Mal. And posted the notes in the livestream group. Ich habe die Notizen in die Livestream-Gruppe gepostet. And we will continue with the second part of yesterday's presentation. Und wir werden fortfahren mit dem zweiten Teil der gestrigen Präsentation. And yesterday we looked at this topic about in the beginning. Und gestern haben wir uns das Thema angeschaut über den Anfang. And therefore you can answer now my question that I will ask you now. Und deswegen könnt ihr jetzt auch meine Frage beantworten, die ich jetzt fragen werde. Okay, who is Christ? Wer ist Christus? Okay. Ist das Wort? Ja. All true answers, so you paid attention, that's good. Also ihr habt alle Antworten gegeben, das heißt, ihr habt aufgepasst, das ist gut. But one answer was still missing. Aber eine Antwort hat noch gefehlt. Yeah, somebody said it already. Jemand hat es schon gesagt. So he's creator, son of God. He's the word. Okay, yes. Er ist der Schöpfer, er ist der Sohn Gottes, er ist das Wort. But according to the book of Revelation? Yeah, he's the Alpha and Omega, yes. Und okay. In Bezug auf die Offenbarung, da steht es, er ist das Alpha und das Omega. Yeah, he's the beginning and the end, yes? Er ist der Anfang und das Ende. And he declares the end from the beginning. Okay. Und er erklärt den Anfang schon vom, das Ende schon vom Anfang. And that's why the beginning is so important, because that's his signature. Yes? Und deswegen ist der Anfang so wichtig, denn das ist seine Unterschrift. From the beginning he wants to declare the end of the world. Yes? Denn vom Anfang an möchte er das Ende der Welt erklären. And who lives at the end of the world? Und wer lebt am Ende der Welt? We do, right? Wir tun es richtig. So therefore, already way back, when he now created all the angels in the unfallen worlds. Und darum, als er schon weit zurück eben die ganzen Engel und die gefallenen, die ungefallenen Welten eben geschaffen hat. He had us in mind already. Da hatte er uns schon im Kopf. Yeah. And he wanted to explain to us from the very beginning the plan of salvation. Und er wollte uns vom Anfang an schon erklären, wie es geht. Yeah, the plan of salvation. Den Plan der Erlösung. Okay. Because we looked at this, Christ literally he has no beginning and no end. Yes, he's God. Denn wir haben uns das ja angeschaut, Christus hat buchstäblich kein Anfang und kein Ende, denn er ist ja Gott. Yeah, but then there came a point in time when he now said, this point I will mark now as the beginning. Aber dann kam eben ein Punkt in der Zeit, wo er gesagt hat, diesen Punkt, den werde ich jetzt als Anfang eben. Okay, and then he was brought forth or born here, right? Und dann war er eben hervorgebracht oder geboren worden. So when he was born, what title did he then receive? Also als er geboren wurde, welchen Titel hat er dann bekommen? Yeah, the only begotten son of der God. Der eingeborene yes? Sohn von Gott. Okay, but obviously it was no literal birth, because he was there already from eternity past. Okay. Aber es war jetzt hier natürlich keine buchstäbliche Geburt, denn er war ja schon von Ewigkeiten an. Yes, because what did he do immediately once he was now born? Denn was tat er sofort, als er quasi in Anführungszeichen geboren war? Yeah, he started creating all these angels. Yes. Er hat angefangen, diese ganzen Engel zu schöpfen. Okay, now let's go to your notes. Lasst uns jetzt zu den Notizen gehen. And let's go to John 6:66. Lasst uns zu Johannes Kapitel 6, Vers 66 gehen. Okay. And let's see what it says here. Und wir lesen, was es hier sagt. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. So this was when he said, you must eat my flesh and drink my blood. Yes? Das war, als er gesagt hat, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. And they only understood it literally. Und sie haben es eben nur buchstäblich verstanden. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ,
the Son of the living God. Jesus answered them, Have not I chosen you 12, and one of you is a devil? Verse 67 bis 70. And he spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. So Judas was what, according to verse 70? Und Vers 71. Judas war was in Bezug auf den Vers? Yeah, he was a devil, right? Er war ein Teufel. He was illustrating the devil, okay? Er stellte den Teufel dar. Okay. Who was a light bearer from the beginning. Yes. Und der Teufel war ja auch am Anfang eigentlich ein Lichtträger. And we come to this point in a later presentation. Und in einer späteren Präsentation werden wir auch zu diesem Punkt kommen. Okay, but now let's read verse 64. Und jetzt lesen wir Vers 64. But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray him. Okay, so what did Jesus knew? Was wusste Or what Jesus? Did Jesus know? Oder was weiß Jesus auch jetzt? Knew who would turn from him. He knew who would turn from the light and become a traitor. Yes. Das heißt, er weiß, wer eben sich wegdrehen wird vom Licht und dann ein Betrüger werden wird. He knew who Judas was from the beginning. Er wusste, wer Judas war vom Anfang an. Is there any new thing at the end of the world? Und gibt es da irgendetwas Neues am Ende der Welt? Is there anything new ever? Gibt es jemals irgendetwas Neues? No, because Solomon says there's no new thing under the sun. Yes? Nein, denn Salomo sagt, da gibt es kein neues Ding unter der Sonne. Okay, therefore when Jesus knew, because the beginning, referring here in John 6, refers to this beginning, right? The baptism. Das heißt jetzt, dieser Anfang, zu dem eben Johannes hier Bezug nimmt, der ist... Just one by one, refers to this beginning. Der bezieht sich auf diesen Anfang. Yes, because it was the baptism, right? Denn es war die Taufe, richtig? And this is when Judas shortly afterwards connected himself to Jesus. Und das ist, wenn Judas kurz danach sich mit Christus in Verbindung gebracht hat. So we can see Satan attaches himself at the beginning to God's people, yes? Also wir sehen, dass Satan sich am Anfang an Gottes Volk anklingt. Okay, and it says he was a devil, right? Und es sagt, er war ein Teufel. Okay, so, but as I mentioned already, this was nothing new. It must have been already beforehand, okay? Und wie ich bereits erwähnt habe, es ist nichts Neues gewesen. Es muss bereits zuvor passiert sein. Okay, therefore, what do we see therefore? Also was sehen wir dann daraus? And when Jesus knew from the beginning who the devil is. Wenn Jesus von Anfang an gewusst hat, wer der Teufel ist. What does it? He knew when he created Lucifer that he was going to turn from him. Yes, exactly. Dann wusste er auch, dass als er Lucifer eben geschöpft hat, dass er eben sich hinwegdrehen würde von so he knew from this beginning that Lucifer would become a devil or is a devil. Das okay. heißt, er wusste schon von diesem Anfang, auf das Lorenz gerade gezeigt hat, dass Lucifer eben der Teufel ist und sich wegdrehen würde. Yes. Okay, so and therefore, since he knew it from the beginning, what did he therefore put in place from the beginning? Und darum, weil er es ja schon von Beginn an wusste, was hat er auch von Anfang an eingesetzt? Yeah, the plan of salvation. Okay. Den Erlösungsplan. So he knew right here when he now started creating, he knew that he needed to already illustrate the plan of salvation. Okay. Er wusste schon hier, als er eben am Anfang war, als er geschöpft hat, dass er den Plan der Erlösung brauchen würde. Okay. So, but what does it already tell us for our time then? Aber was sagt es uns dann auch schon über unsere Zeit? Because we made the point that the beginning typifies the end of the world, yes? Denn wir haben ja schon den Punkt festgemacht, dass der Anfang das Ende der Welt vorausschattet. Yes? Ja. Okay, so points to this beginning here at the end of the world, yes? Also zeigt es dann auch auf diesen Anfang am Ende der Welt. So what can we expect to be here also at the end of the world? Also was können wir dann erwarten, was wird hier auch am Ende der Welt sein? Yeah, there will be also a devil among God's people. Yes. Das heißt, da wird dann auch ein Teufel unter Gottes Volk sein. Okay, and we will look at this topic more fully as we go on with the next presentations. Und wir werden uns dieses Thema noch weiter anschauen, wenn wir durch die nächsten Präsentationen gehen. Okay, now let's go to this next point, to 1 Corinthians chapter 4.
gehen wir nun zum nächsten Punkt. Wir gehen dazu zu 1. Korinther Kapitel 4. Verses 14 to 16. Und wir lesen Vers 14 bis 16. It says, this is Paul speaking. Das ist jetzt Paulus, der spricht. I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet have you not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Wherefore I beseech you, be ye followers of me. Okay, so he was now a father to the Corinthians, yes? Also er war jetzt ein Vater gegenüber den Korinthern. And they were his sons. Und sie waren seine Söhne. And how did he beget them? Und wie hat er sie bekommen oder hervorgebracht? Through the gospel. Okay. Durch das Evangelium. Okay. So, and here in the beginning. Und hier in den Anfang. When Christ now took on the role of the Son. Als Christus die Rolle des Sohnes eingenommen hat. And when there was a Son, what must there also now be? Wenn da jetzt ein. The Father. Okay. Wenn er jetzt ein Sohn war, was müsste dann auch also sein? Yeah, there was now suddenly the Father, right? Der Vater, ne? Es war jetzt dann hier dann auch der Vater. So how many persons are there in the Godhead? Also wie viele Personen sind in der Gottheit? You mean according to this or according to the Bible? According to the Bible. Three. Yeah, three. Also in Bezug auf die Bibel sind es drei. So we have Father, Son, Holy Spirit, yes? Wir haben also Vater, Sohn und Heiligen Geist. Okay, but the Father and the Son is a title that they know took upon themselves here in the beginning. Und Vater und Sohn, das ist jetzt ein Titel, den sie eben auf sich genommen haben, hier in dem Anfang. Because before Jesus was born, he was not the Son. Okay. Denn bevor Jesus jetzt hier geboren worden ist, dann war er nicht der Sohn. Okay. Once he was born, he now became the Son, and then also there was suddenly a Father to the Son. Okay. Also an dem Punkt, wo er dann sozusagen geboren worden ist, da wurde er der Sohn und dann natürlich auch der Vater. But I cannot tell you what title he had before that, okay? Aber ich kann jetzt nicht sagen, welchen Titel er davor vielleicht hatte. Yeah, we can only go by what is revealed to us. Denn wir können ja nur nach dem gehen, was uns geoffenbart ist. Okay, but what can we see therefore? The Father and the Son is, it's what? Also was können wir daraus sehen? Vater und Sohn, das ist? Yes, it's a parable, exactly. Ist ein Gleichnis, ist ein Rollenspiel, genau. Because, yeah, that's a good point. Let's go then in our Bibles to Matthew 13. Das ist ein guter Punkt. Wir gehen dazu zu Matthäus 14. 13. And I know that Brother Mark, he will go more fully into this topic. Und ich weiß, dass Bruder Mark auch noch tiefer in das Thema reingehen wird. About the parables. Über die Gleichnisse. Okay. And let's go now to Matthew 13, verses 4 and 35. Und gehen wir jetzt zu Matthäus 13, Vers 34 und 35. It says, all these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not unto them, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. And the foundation of the world is what? It's in the beginning, yes? Und die Fundamente der Welt, wann waren das? Im Anfang. Okay, so when Jesus came to this beginning, when he became this divine teacher. Also als er eben zu diesem Anfang kam, als er der göttliche Lehrer wurde. He now taught all the things that were kept secret from this beginning. Da lehrt er eben all die Dinge, die eben bei diesem Anfang geheim gehalten waren. Yeah, and he taught everything in parables. Und okay. Er lehrte alles in Gleichnissen. So everything in the Bible that is written there, it's a parable, okay? Und alles, was in der Bibel geschrieben ist, ist ein Gleichnis. Because the Bible begins with in the beginning, right? Denn die Bibel beginnt mit im Anfang. And the Lord taught from the beginning only in parables. Und der Herr lehrte von Anfang an nur in Gleichnissen. Yeah. And last time when we were here, we already showed you, for instance, how Creation Week is a parable that we need to understand, yes? Und das letzte Mal, als wir hier im Seminar waren, da haben wir schon gezeigt, wie die Schöpfungswoche auch ein Gleichnis war. Okay, but here this is also the beginning, yes? Und hier ist es auch ein Anfang. And the Lord never changes, yes? Und der Herr ändert sich nie. So therefore, from this beginning also, he must have started teaching in parables. Also auch von diesem Anfang musste er starten, in Gleichnissen zu lehren. The father said to the angels, this is my beloved son. Yes,
Denn der Vater sagte ja zu den Engeln, das ist mein geliebter Sohn. Yeah, so everything he did was already a parable teaching the plan of salvation. Also alles, was er da auch schon tat, war ein Gleichnis, um eben den Plan der Erlösung zu zeigen. Yeah, so the father and the son relationship is a parable. Also die Vater und Sohn Beziehung ist ein Gleichnis. In the same parable you can see then played out by his followers, as Paul said, for instance. Und dasselbe Gleichnis kann man eben auch durch seine Nachfolger sehen, zum Beispiel wie bei Paulus und die Korinther. Yes. Okay, so Paul then became the role, played the role of the father, and his sons were playing the role of the son. Okay. Also hat Paulus dann eben die Rolle des Vaters gespielt und die Korinther dann die, ja, seine Söhne. Yeah, or the role of the son. Die Rolle der Söhne. Okay, but the role of the son. Die Rolle des Sohnes. Yes. Okay, so, but Paul himself was he also a son. Aber Paulus selbst war ja auch ein Sohn. Yes, right. When did he become a son? Ja, wann wurde er denn ein Sohn? Yes. Auf dem Weg nach Damaskus. Okay, just go in your Bibles to Romans 8. Gehen wir dazu zu Römer 8. Yeah, when Paul had the revelation and then was born again. Als Paulus die Offenbarung hat und dann ja, wiedergeboren worden ist. He then became a son of God. Yes. Er wurde dann ein Sohn von Gott. Because when you go now to Romans 8, verse 14. Denn wenn wir jetzt zu Römer 8, Vers 14 gehen. And also 15. Und auch 15. It says, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So when you receive the Spirit? Also wann erhältst du den Geist? The baptism. You come with the belly. Yes. Bei der Taufe, wenn du aus dem Bauch hinauskommst. Yeah, when you come to the appointed time, you receive the Spirit of God and you know a son of God. Wenn du zu der bestimmten Zeit kommst, dann erhältst du den Geist Gottes. And you become a son of God. Und du wirst ein Sohn Gottes. Because when Jesus came to the appointed time, denn als Jesus zu der bestimmten Zeit kam, he was baptized, und er wurde getauft, he received the Spirit of God, dann erlangte er den Geist Gottes. And the Father said, you are my beloved son. Okay. Und der Vater sagte, du bist mein geliebter Sohn. Because it says now in verse 15 here, denn es sagt jetzt hier in Vers 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Yes? So, yes. Where do we find also Abba, Father mentioned? Wo finden wir auch Abba, Vater? Yes, Galatians 4. Yes? In Galater 4. So let's go to Galatians 4. Also gehen wir zu Galater 4. And let's read verse 1 and 2. Und wir lesen Verse 1 und 2. It says, now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the father. And then verse 6 and 7. Und jetzt Vers 6 und 7. So the time appointed of the father was the baptism of Christ, yes? Also die bestimmte Zeit des Vaters war also die Taufe Christus. And then in verse 6 and 7. Jetzt Vers 6 und 7. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Now, so here we have the same as in Romans 8. Also hier haben wir dasselbe wie in Römer 8. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. So, yeah, after the Galatians 4 experience, when you come to the appointed time. Also nach der Galater 4 Erfahrung, wenn du zu der bestimmten Zeit kommst. What do you become now? Was wirst du dann? A son, right? Ein Sohn. And the Spirit of God comes in you and cries, Abba, Father. Und der Geist Gottes kommt in dich und du rufst, Abba, Vater. Okay, good. So, and Paul himself, he experienced this. He became a son. Und Paulus selbst hat das eben erlebt. Er wurde ein Sohn. But he then also became a father, we read, right? Und dann wurde auch
ein Vater haben wir gelesen. Okay, and why? Let's look at this. Und warum? Das wollen wir uns jetzt anschauen. This is the bit we left out yesterday in the evening presentation. Das ist jetzt der Rest von gestern aus der Präsentation. That we left out. Das wir eben noch ausgelassen haben. Okay, let's go to John chapter 1. Gehen wir zu Johannes Kapitel 1. And in verse 1 it says, in the beginning was the word, yes? Und in Vers 1 sagt es, im Anfang war das Wort. Okay. And then it says, verse 11. Und dann in Vers 11 sagt es, he, who is he? Er, wer ist er? Yes, it's the word, right? Ja, es ist das Wort. Okay. So, he, the word, came unto his own, and his own received him not. Yes? And we saw that he, the word, came here at the baptism, at the beginning. Yes? Und wir haben gesehen, dass er, das Wort, hier bei der Taufe gekommen ist. And many people then rejected him. Und viele Leute haben ihn verworfen. But then it says in verse 12. Dann sagt es aber in Vers 12. But as many as received him, to them gave he power to become what? Sons of God. Okay. Die ihn aber aufnahmen, denen hat er Kraft gegeben, Söhne Gottes zu werden. So what did they have to do? They had to receive him. Also was mussten sie tun? Sie mussten ihn annehmen. And who is him again? Und it's the word, right? Wer ist er wieder? Yes, it's the word, it's the life, yes? Es ist wieder das Wort, es ist das Leben. But let's remain with the word. Aber lasst uns verbleiben mit dem Wort. Okay, keep your finger here in John 1, let's go to Luke chapter 8. Haltet den Finger in Johannes 1 und wir gehen zu Lukas Kapitel 8. Vers 11. Vers 11. It says, now the parable is this. The seed is the word of God. Yes? So when it says that whoever received him, what did they receive? Wer immer auch ihn angenommen hat, was haben sie bekommen? They received the seed, right? Sie haben den Samen, yes? Bekommen. The word, right? Das Wort, richtig. So, and then the seed had the power to make them sons of God. Und dann hatte eben der Same die Kraft, sie zu Söhnen Gottes machen. Okay, so in the seed is the power to create. Also in dem Samen ist die Kraft zu schöpfen. Yes. So, all right. Now let's go to back to John chapter 1. Okay, gehen wir jetzt zurück zu Johannes Kapitel 1. Let's read again verse 12 to 13. Lesen wir wieder Verse 12 bis 13. It says, but as many as received him, the seed, the word, aber alle, die ihn aufnahmen, also den Samen, das Wort, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Okay, so you're now born of God. Okay? Also du bist jetzt geboren von Gott. So let's go now to 1 John chapter 3. Und jetzt gehen wir zu 1. Johannes Kapitel 3. First John chapter 3 verse 9. 1. Johannes Kapitel 3 Vers 9. And it says, whosoever is born of God. Yeah, so when you're born of God, what did John say? What are you now? Also wenn du geboren bist von Gott, was sagt Johannes jetzt? You're the son of God, okay? Dann bist du ein Sohn Gottes. So whosoever becomes a son of God doth not commit sin. Also wer auch immer ein Sohn Gottes geworden ist, der begeht keine Sünde. Why? Warum? For his seed remaineth in him, and he cannot sin because he's born of God. So when you become a son of God, what is now in you? Also wenn du der Same Gottes wird,
wenn du jetzt der Sohn Gottes wirst, was ist in dir? The seed, right? The seed of God. Yes. Der Same Gottes ist in dir. Which is the word of God. Yes. Was auch das Wort Gottes ist. Okay, so as long as the word of God is in you, you cannot sin. Also solange das Wort Gottes in dir ist, kannst du nicht sündigen. And let's go down to Psalms 119. Und gehen wir zu Psalm 119. Vers 11. Und wir gehen dazu Vers 11, Psalm 119, Vers 11. It says, the word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. So when the seed is in you, where is it now? Also wenn der Same in dir ist, wo ist er dann? In your heart. In deinem Herzen. Yeah, that you cannot sin against God anymore. Okay. Dass du nicht mehr gegen Gott sündigen kannst. Okay. And this is when you get baptized, then you become a son of God. Yes. Und das ist eben, wenn du getauft wirst, dann wirst du ein Sohn Gottes. So therefore now the seed is in you. Also dann ist dort der Same in dir. Okay. And it's in your heart. Okay. Es ist in deinem Herzen. But now let's go to Luke chapter 6. Gehen wir jetzt zu Lukas Kapitel 6. So we can see therefore whenever we commit sin it's because the seed is not really in our heart. Okay? Also können wir sehen, dass immer wenn wir Sünde begehen, dann ist der Same nicht wirklich in unserem Herzen. Now the word is not really sunk in there yet, okay? Dann ist das Wort nicht wirklich in unserem Herzen schon richtig eingesunken. Let's read verse 45. Wir lesen Verse 45. Luke 6, 45. Lukas 6, 45. It says, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. Okay. So when the seed is in your heart, what comes out of your mouth? Also wenn der Same in deinem Herzen ist, was kommt aus deinem Mund heraus? No, I mean, depends which seeds in your heart, depends what comes out of your mouth, that's what you're trying to say. Also, yeah. Abhängig davon, eben welcher Same in deinem Herzen ist, das ist auch das, was aufspringen wird. Yes, and we said, yeah, when you're born again, then the true seed is in your heart, yes? Und wir haben gesagt, wenn du wiedergeboren bist, dann ist eben der wahre Samen in deinem Herzen. Yeah, the word of God is in your heart. Dann ist das Wort Gottes in deinem Herzen. So what comes only out of your mouth now? Und was kommt dann nur aus deinem Mund heraus? Yeah, only the word of God, yes? Nur das Wort Gottes, nur die Wahrheit. And it said you cannot commit sin, yes? Und es sagt, du kannst dann keine Sünde mehr begehen. Is error sin? Ist Fehler Sünde? Yes, so if you... Irrtum. Irrtum. Yeah. If you would speak error, a false message, it's sin, okay? Also wenn du jetzt ein Irrtum sprechen würdest, eine falsche Lehre, dann ist das Sünde. Yeah, but if you have the word in your heart, you speak forth the word, okay? Aber wenn du eben das Wort in deinem Herzen hast, dann sprichst du auch heraus in dem Wort. But the word is the seed. Aber das Wort ist der Same. So therefore, what comes now out of your mouth when you speak? Also, was kommt jetzt heraus, wenn du sprichst? The word, which is seed. Das Wort, was dann der Same ist. Okay, so whenever you speak, therefore, what do you do now? Also, wann immer du dann auch sprichst, was tust du dann? Yes, you sow seed, okay? Du säst den Samen. So, therefore, what are you now become? Also, was wirst du dann? Yeah, you become the sower, right? Du wirst der Seher. Yeah, which is the creator also, yes. Der dann auch der Schöpfer ist. Okay, so let's go now to Luke 8. Gehen wir jetzt zu Lukas 8. Yeah, therefore when the seed is in you, you now become the sower. Okay? Also wenn der Same in dir ist, dann wirst du der Seemann. You're not sowing now these corrupt seeds of your own devising. Okay? Also du sähst dann nicht mehr diese schlechten Samen aus nach deinen eigenen Dünken. Yeah, but it's now according to every word of God. Okay. Sondern es ist eben jetzt in Einheit mit jedem Wort von Gott. Okay, and let's read now Vers 4. Lasst uns jetzt lesen in Lukas 8, Vers 4. To
5. Okay. Bis 5? Yeah, maybe we read some more. Let's just begin in verse 4. Wir fangen in Vers 4 an, vielleicht lesen wir mehr. It says, and when much people were gathered together and were come to him out of every city, he spake by a parable. A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. Okay, so who's this sower now? Also, wer ist der Seemann jetzt? In his own time it was Christ, right? In seiner eigenen Zeit, es war Christus. Because he became the Son of God. Denn er wurde da der Sohn von Gott geworden. Yeah, and when he was the Son of God, he now had seed to sow. Yes? Und als er jetzt hier Sohn Gottes war, da hatte er Samen zum Säen. But when we bring it down to our time, aber wenn wir es jetzt zu unserer Zeit bringen, it's all those that went through the Galatians 4 experience. Es sind all diejenigen, die durch die Galater 4 Erfahrung gegangen sind. And came to the appointed time. Die kamen zu der bestimmten Zeit. They became sons of God. Die Söhne Gottes geworden sind. That have now seed in them. Die jetzt Samen in sich haben. That can now sow the word of God. Okay? Die nun das Wort Gottes sehen können. Yes. Jesaja 55. Ist auch wie in Jesaja 55 mit dem Spätregen, wo man dann den Samen hat. Okay, so, and when you now sow this seed, what principle now applies? Und wenn du jetzt den Samen siehst, welches Prinzip wird hier angewendet? What did we read in John chapter 1? Was haben wir gelesen in Johannes Kapitel 1? As many as received him, the seed, they had now power to become the sons of God. Wir haben in Johannes 1 gelesen, diejenigen, die ihn annehmen konnten, die haben dann eben auch die Kraft erhalten, Söhne Gottes zu werden. Yeah. They received, und sie haben den Samen erhalten. Yeah. So they received him, which is the seed, and then they had power to become the sons of God. Sie haben dann eben ihn, Christus, angenommen und damit das Wort Gottes, und somit haben sie dann die Kraft erlangt, okay, Söhne Gottes zu werden. Yes. Okay, and Paul, he first received the seed when he was converted, yes? Und Paulus hat als erstes dann eben den Samen erhalten, als er überführt wurde, bekehrt wurde. So he became the son. Also er wurde der Sohn. And then he went forth to sow, because he had no seed in his mouth, right? Und dann ist er vorangegangen eben zum Säen, weil er eben seed in his mouth, den Samen in seinem Mund hatte. And whoever received then his message, his seed. Und wer auch immer dann eben diese Botschaft erhalten hat, diesen Samen, could now become also sons of God. Die konnten dann ebenfalls Söhne Gottes werden. Like the Corinthians, okay? So wie zum Beispiel die Korinther. But Paul became to them then a father, okay? Aber Paulus wurde dann für sie sozusagen der Vater. Okay, and he told them, follow me, yes, as your father. Und er sagte ihnen, folgt mir wie einem Vater. Als euren Vater. Yes, and now let's go to John chapter 5, just to see that Jesus had the same role play, okay? Same relationship to his father. Jetzt gehen wir zu Johannes 5, um zu sehen, dass eben Jesus dieselbe Beziehung als Schauspiel mit seinem Vater hatte. So let's go to John chapter 5. Johannes Kapitel 5. Verse 19. Vers 19. It says, then answered Jesus and said unto them, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise. Okay, so he was following the pattern of the Father. Yes? Also folgte er dem Muster des Vaters. So likewise, when we become sons, genauso ist es dann, wenn wir Söhne werden. What are we to do? Was sollen wir tun? Follow the copy the pattern of our father, right? Wir sollen dann die Muster unseres Vaters kopieren. And who will be our father then when we are born again? Und wer wird dann unser Vater sein, wenn wir wiedergeboren werden? Christ, right? Christus, richtig. And that's why Christ says, whosoever wants to follow me, pick up his cross and follow me, yes? Und deswegen sagt Christus, wer auch immer mir nachfolgen möchte, der nehme sein Kreuz, nehme das Kreuz auf seine Schulter und folge mir nach. Yeah, you must now walk the same walk that he walked. Okay. Und dann muss man eben denselben Weg gehen, den auch Christus lief. Okay. And if you do so, you can also then beget sons.
Und wenn du dies tust, dann kannst du eben auch Söhne gebären. Yeah. And they now should look to you as a pattern and follow your pattern. Okay. Und sie sollen dann eben auch zu dir schauen und deinem Muster folgen, so wie du es getan hast. Yeah. So therefore we can see this father-son relationship is a parable. Okay. Und deswegen können wir sehen, dass diese Vater-Sohn Beziehung ein Gleichnis ist. And it's to teach us how we should then teach our sons and what they should do. Okay. Und es sollte uns lehren, wie wir dann sozusagen unsere Söhne lehren sollen, wie wir es machen sollen. What they should do. Was sie tun sollen. And also at the same time should explain to us what we should do when we are in the son father-son relationship, when we are sons. Okay. Und im selben Moment soll es uns auch lehren, was wir tun sollen, wenn wir eben in dieser Vater-Sohn Beziehung sind. When we are sons. Wenn wir die Söhne sind. Okay. Everybody follows? Kann jeder folgen? Yeah? So it's a parable. Okay. Es ist ein Gleichnis. Okay. Now let's go to Hebrews chapter 1. Gehen wir jetzt zu Hebräer Kapitel 1. Yeah, you can go in the notes, but also in the Bible. Ihr könnt entweder in den Notizen dorthin gehen oder in der Bibel. Hebrews 1, verses 1 and 2. Hebräer 1, Verse 1 und 2. Says God, who at sundry times in a diverse manner spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom he also made the worlds. So the Son is who, according to verse 2? Wer ist der Sohn in Bezug auf Vers 2? Two things. Yeah, he's the heir and he's the creator, yes? Zwei Dinge, er ist der Erbe und der Schöpfer. The heir we have from Galatians 4, right? You become the heir here. Den Erben, den haben wir von Galater 4, er wird ja hier der Erbe. And the creator is also from here, from the beginning, right? You know this creator. Und der Schöpfer, das ist auch von diesem Anfang hier, er ist der Schöpfer. Okay, so here therefore you know an heir and a creator when you are the son. Und an dieser Stelle bist du dann eben der Erbe und der Schöpfer, wenn du der Sohn bist. Okay, but the creative power rests in where? Aber die schöpferische Kraft, worin beruht sie? In the word, right? In dem Wort. God spoke and it was. Gott sprach und es war. And therefore it says the Father created through the Son, yes? Und deswegen sagt es, der Vater schöpfte durch den Sohn. Okay, so when you become a son. Also wenn du jetzt ein Sohn wirst. Yeah, Christ will create through you. Okay. Dann wird Christus durch dich schöpfen. Yes. By you speaking the word of God. Okay. Durch dich, der du dann das Wort Gottes sprichst. But creation, what is it referring to? Aber Schöpfung, worauf bezieht sich das? Yes. It's creation of new heart, exactly. Okay. Es ist eben die Schöpfung eines neuen Herzens. Yeah, because let's just quickly go to Revelation 21. Gehen wir ganz schnell zu Offenbarung Kapitel 22. 21. Mm-hmm. Let's read verse 1. Und wir lesen Vers 1. And it says, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away and there was no more sea. So it's now recreation, right? New creation. Also es ist jetzt hier eine Wiederschöpfung, eine neue Schöpfung. And will God create differently from how he created in the beginning? Und wird Gott anders schöpfen, als wir es am Anfang getan haben? No, he will again create through the word. Yes? Nein, er wird wieder durch das Wort schöpfen. Okay. And now let's go to verses 4 to 5. Gehen wir jetzt zu Vers 4 und 5. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. So what is with the former things? Also was geschah mit den ersten Dingen? Passed away. Okay. Sie sind vorbeigegangen. And he that sat upon the throne said, behold, I make all things new. So how many things will be made new? Also wie viele Dinge wird er neu machen? All, right? Alle. So the old things are passed away and all things are made new. Yes? Also alle alten Dinge sind eben vorüber und er wird alles neu machen. So when you go now to 2 Corinthians chapter 5. Also wenn wir jetzt zu 2. Korinther Kapitel 5 gehen. In Vers 17. In Vers 17.
2. Korinther 5, Vers 17. It says that we can see exactly the same pattern as in Revelation 21. Da können wir genau dasselbe Muster sehen wie in Offenbarung 21. It says here, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Yes? Exactly the same language. Das ist genau dieselbe Sprache. Yeah. All things are passed away, everything is now become new. Die alten Sachen sind alle hinweg und alles wurde neu gemacht. And it speaks about that you are now a new creature. Und es spricht darüber, dass du jetzt eine neue Schöpfung bist. So when you are a new creature, what has happened to you? Also wenn du jetzt etwas Neugeschöpftes bist, was passierte dann mit dir? Yeah, you're born again, yes? Du bist neu geboren. Okay, and it must be again through the word, yes? Und es muss wieder durch das Wort passieren. Yeah, how he creates the worlds, it's also how he creates your heart again, okay? Denn so wie er die Welt geschöpft hat, so schöpft er dann auch dein Herz wieder. So let's go to Peter, 1 Peter chapter 1. Gehen wir jetzt zu 1. Petrus Kapitel 1. First Peter 1. 1. Petrus 1. Vers 23. Vers 23. Okay, 1. Peter 1, Vers 23. 1. Petrus 1, Vers 23. It says, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. And so here we can clearly see, you're born again through the word of God. Yes? Also hier kann man ganz klar sehen, du bist durch das Wort Gottes wiedergeboren. So therefore, this is how you become a creator here. Okay? Darum ist es auch der Weg, wie du hier ein Schöpfer wirst. Yeah, it's not that the Lord will now suddenly create new worlds through you. Okay? Es ist jetzt nicht, dass der Herr plötzlich irgendwie neue Welten durch dich schöpfen wird. Yeah, but it's that he will use you by sowing the seed, by preaching the word. Es ist so, dass er eben dich benutzen wird, damit du das Wort siehst und den Samen siehst und das Wort predigst. That he can recreate your, the hearts of the hearers, okay? So, dass du die Herzen der Zuhörer neu schöpfen kannst. Yeah. That he can do it through you. Okay? Dass er es durch dich tun kann. Okay. Yes. Und dass du sozusagen die gefallenen Engel ersetzt durch diese Neuschöpfung. Yes, because when you look at the beginning. Denn wenn du jetzt hier in den Anfang schaust. Here he created the angels, yes. Hier schuf er ja die Engel, richtig? And then after some time, some of them fell. Yes. Und dann nach einiger Zeit fielen einige. But then the Lord brought you back to the beginning. Und dann brachte der Herr wieder zurück zum Anfang. And he started creating, yes? Und er begann zu schöpfen. In order to do what? Um was zu tun? Repopulate heaven, yes? Um den Himmel wieder zu bevölkern. And this will be exactly the same here, because when you go forth now, you will preach. Und das wird eben an dieser Stelle genau dasselbe sein, weil du da dann vorangehen wirst, um in order to recreate sons of God, or yeah, when you're a son of God, you also become an angel, yes? Also um dann an dieser Stelle auch wieder zu schöpfen oder neu zu schöpfen, diejenigen dann zu Söhne Gottes zu machen, um sie zu ersetzen, no. Die Gefallenen. I didn't say this yet. Okay. Because the sons of God, they become also angels. Okay. Denn die Söhne Gottes werden auch Engel. Okay. We studied this already many times, yes? Wir haben das schon viele Male studiert. Yeah. What happened, for instance, to Moses and Elijah? Was passierte denn zum Beispiel mit Mose und Elia? Yeah, they became these cherubim, yes? Ja, sie wurden diese Cherubime. Okay, so, and this is typified when you come here, then you become this cherubim. Und das wird eben vorausgeschattet, wenn du eben hier da bist, dann wirst du dieser Cherubim. Because the cherubims are what? Denn die Cherubime sind was? They are the anointed ones, yes? Sie sind die Gesalbten. So, when you come here,
you become the anointed one because at the baptism the Messiah should come. Also wenn du dann eben da ankommst, dann wirst du der Gesalbte, wo der Messias. Because the Messiah should come here. Denn der Messias soll dort kommen. And the Messiah is the anointed one, yes? Und der Messias ist der Gesalbte. Okay, so, but what happened in the time before here leading down to this time? Aber was passiert in der Zeitspanne davor, die eben zu diesem Zeitpunkt hinführt? Yeah, this is the end, right? Coming from this side, yes? Also das ist ja das Ende, wenn man von dieser Seite kommt. Yes, the end is also then the beginning, yes? Das Ende ist dann auch der Anfang. So and at the end, what do you have? Also am Ende, was haben wir dann? Oder was hast du? We have the stars falling from heaven, yes? The Satan and his angels get cast out. Du hast dann eben die Sterne, die vom Himmel fallen, wie Satan und seine Engel vom Himmel ausgeworfen worden sind. So, here, but who is this here in this time? Aber wer ist es hier in dieser Zeit? Who would be illustrating Satan and his angels being cast down here? Also wer würde hier in dieser Zeit Satan und seine Engel darstellen? Yeah, those that fall away here, right? Diejenigen, God's people that are apostatizing. Diejenigen, die abfallen, die ja, Abfall begehen. Yeah, because yeah, that was also not so long ago, 2 or 3 months ago, we showed you, when you're born again, you become what? Es ist auch noch nicht so lange her, 2 oder 3 Monate, da haben wir gezeigt, wenn du wiedergeboren bist, was passiert dann? You become a star in heaven, right? Dann wirst du ein Stern im Himmel, richtig? Yes? But what happens with some of those stars? Aber was passierte mit einigen der Sterne? They became fallen stars, yes? Sie werden gefallene Sterne. Yeah. The falling of the stars illustrate those people that were born again, that fell away again. Okay? Das Fallen der Sterne zeigt sozusagen, dass von den Leuten, die abgefallen sind und dann runterfallen. Die ein Stern geworden waren, aber dann wieder abfallen. Yes. And all those that fall away here, they will be then replaced with those people that come in anew. Okay? Und all diejenigen, die eben bis hierhin dann abgefallen sind, die werden dann ersetzt durch neue in der nächsten Phase dann. And brethren, we need to take this seriously, okay? Und Geschwister, wir müssen das sehr ernst nehmen. Yeah, because these stories, they speak about us. Denn diese Geschichten, sie sprechen über uns. Well, we have yes. Und wir haben auch ein lebendes Beispiel oder eine lebende Darstellung von den Leuten, die schon hinweggefallen sind. And whenever we allow false principles to rule us, when in spite of the Lord showing us that this is false. Und immer wenn wir eben falsche Prinzipien uns regieren lassen, auch wenn Gott uns zeigt, dass sie falsche Prinzipien sind. Yeah, the Lord is merciful. He gives us always the time to correct these things. Da ist der Herr immer gnädig. Er gibt uns immer eine Zeitspanne, wo wir diese Dinge korrigieren können. But eventually, yeah, they will overpower us. Okay, if we don't resist them. Aber dann werden diese Dinge uns ja, überkommen und sie werden uns überwinden und uns zu Fall bringen. Because let's look at this principle. Okay. Lasst uns dieses Prinzip anschauen. Let's go to Luke chapter 14. Gehen wir zu Lukas Kapitel 14. In Livio. Livio. Okay, Luke 14. Lukas 14. Let's go to verse 16. Und Vers 16. You know, and what did Sister White say about the disciples in Gethsemane? Was sagt Schwester White über die Jünger in Gethsemane? What did they do? Was taten sie? They fell asleep, right? Sie sind eingeschlafen. When Christ had the greatest need that they were to remain awake, okay? Und das war der Moment, wo Jesus die größte Bedürftigkeit hatte, dass sie bei ihnen sind. Okay, but why did they fall asleep? Aber warum sind sie eingeschlafen? As Sister White says, this supernatural stupor came upon them. Okay. Diese übernatürliche Schläfrigkeit kam über sie. Yeah, Satan brought his hellish spirit over them. Okay. Satan brachte seinen höllischen Geist über sie. And why could they not fight off this stupor?
Und warum konnten sie diese Schläfrigkeit nicht abkämpfen? Yeah, they didn't watch and pray, right? Sie haben nicht geschaut und gebetet. Did not Christ tell them clearly, you must watch and pray? Und hat Christus ihnen nicht gesagt, ihr müsst wachen und beten? Yes. Okay, but they didn't hold on. They were too quick to just give up. Okay. Aber sie haben nicht daran festgehalten. Sie waren zu schnell im Aufgeben. And therefore Satan then could overpower them. Okay. Und das deswegen konnte Satan sie eben überwinden. Okay, let's go now to Luke 14. Gehen wir jetzt zu Lukas 14. Yeah, and therefore the disciples also illustrate us. Yes. Und deswegen spiegeln die Jünger auch uns wieder. It's all those that don't heed the commands of the Lord to watch and pray. Es ist eben all diejenigen, die nicht Acht geben auf das Gebot zu wachen und zu beten. Okay, Luke 14, verse 16. Lukas 14, Vers 16. It says, then said he unto him, a certain man made a great supper and bade many, and sent a servant at supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excused. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excused. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that servant came and showed his lord these things. Then the master of the house, being very understanding, and said, yeah, they have valid excuses. Wir haben gelesen von Lukas 14, Vers 16 bis 21, und der Herr sagte dann am Ende, ja, ihr habt alle wirklich verständliche Gründe und Ausreden. No, right? Hat er das gesagt? And really, this is not funny, okay? Und das ist auch nicht lustig. Because the Lord will say this exactly to you if you're one of them. Okay. Und der Herr wird eben genau das sagen, wenn du einen von diesen bist. Okay. When you make these excuses like these people made excuses. Okay. Wenn du eben solche Ausreden tätigst, wie diese Leute es getan haben. And what happened to those that made these excuses? Und was passierte mit denen, die diese Ausreden gemacht haben? So then the master of the house, being angry, said to his servant, go out quickly into the streets and the lanes of the city and bring in hither the poor and the maimed and the halt and the blind. And the servant said, Lord, it is done, as thou hast commanded, and yet there is room. And the Lord said, said unto the servant, go in, out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say to you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. 21 bis 24. Okay, so we need to understand our place in God's kingdom is only sure as we progress with the light that he gives us. Wir müssen verstehen, dass unser Platz in Gottes Himmelreich nur sicher ist, wenn wir voranschreiten mit dem Licht und der Wahrheit, die er uns gibt. Okay, and if we start making foolish excuses. Und wenn wir jetzt beginnen, törichte Ausreden zu tätigen. Yeah, and set wrong priorities. Und falsche Dinge, Prioritäten zu setzen. Yeah. Then the Lord, he needs to pass us by, okay? Und dann muss der Herr an uns vorüberziehen. Yeah, he cannot use us anymore, and now he takes up, he will call others to replace us, okay? Denn er kann uns dann nicht mehr benutzen, und er wird dann andere rufen, die uns ersetzen werden. Yes, the Lord is patient with us, he's merciful and long-suffering. Und ja, der Herr ist geduldig mit uns und langmütig und gnädig. But the problem is with us, okay? Aber das Problem liegt in uns. If we take it lightly and therefore do not put every effort into resisting temptation. Denn wenn wir es leichtfertig nehmen und nicht jeden Aufwand betreiben, diesen Versuchungen zu widerstehen. We will harden only our hearts and eventually we will reject his offer, okay? Dann werden wir unsere Herzen verhärten. Und wir werden dann sein Angebot verwerfen oder ablehnen. And we will become these fallen stars, and then he needs to replace us with new angels in this sense. Und dann werden wir diese gefallenen Sterne sein, die er dann eben ersetzen muss mit neuen. Okay. Okay. So
Now let's go back to our notes. Gehen wir zurück zu unseren Notizen. And in 1 Corinthians chapter 15, verse 45 and 47, down to 47. Und im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 45 bis 47. Yeah, we read about the two Adams, okay? Da lesen wir über die zwei Adams. Okay. And we saw that here in this beginning there was a son of God born. Und wir haben gesehen, dass eben in diesem Anfang ein Sohn geboren worden ist. And here was the son of God born. Okay. Und auch hier war der Sohn Gottes geboren. Okay, but we want to look at now how there was also a son of God born here in the 7 days creation. Okay. Und wir wollen jetzt darauf schauen, wie auch bei der 7-Tage-Schöpfung ein Sohn geboren worden ist. So let's go now to 1 Corinthians 15, verses 45 to 47. Also gehen wir jetzt zu 1. Korinther 15, 45 bis 47. It says, and so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. So how was the first Adam? Wie war der erste Adam? A living soul, okay. Eine lebendige Seele. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterwards that which is spiritual. The first man of the earth is earthy, the second man is the Lord from heaven. So where did Paul receive this expression, a living soul? Also, wo hat Paulus eben diesen Ausdruck bekommen, eine lebende Seele, eine lebendige Seele? Genesis 2, yes. In 1. Mose 2. So let's go to Genesis 2, verse 7 and also then verse 8. Also gehen wir zu 1. Mose 2, Vers 7 und dann Vers 8. So it says, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Okay. So, what two things combine here? Also, welche zwei Dinge vereinen sich hier? Breath and man. Yes, breath and man, right? Der Atem und der Mann. Divinity and humanity. Göttlichkeit und Menschlichkeit. It's the birth, right? Es ist die Geburt. And he became a living soul. Und er wurde eine lebendige Seele. But we read the first Adam typified the second Adam, yes? Aber wir haben gelesen, dass der erste Adam den zweiten Adam vorausschattete. Okay, so, and where was humanity and divinity combined in the second Adam? Und wo wurde Göttlichkeit und Menschlichkeit vereint beim zweiten Adam? At the baptism, in the beginning, yes. Bei der Taufe, im Anfang. Okay, so therefore, when now Adam was had this combination of humanity and divinity, also als jetzt Adam diese Kombination von Göttlichkeit und Menschlichkeit hatte. What did he become? Was wurde er? Yes, he became a son of God. Yes. Ja, er wurde ein Sohn Gottes. Okay, let's just jump down to Luke 3, verse 38 in the notes. Wir springen runter zu Lukas 3, Vers 38. Speaking, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Okay. So Adam was this son of God. It's the fourth generation. Also Adam war der Sohn Gottes. Typifying this son of God here. Okay. Der eben diesen Sohn hier vorausgeschattet hat. Okay. And where was Adam then placed when he became the son of God? Let's read Genesis 2 verse 8. Und wo wurde Adam eben hingesetzt, als er der Sohn wurde? Wir lesen dazu. Yes, in the garden, right? Er wurde in den Garten gesetzt. So let's read verse 8. Lasst uns Vers, where? Genesis 2, verse 8. 1. Buch Mose 2, Vers 8 lesen. Yes. It says, and the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. Okay, so when you're a son, where do you now go? Also wenn du ein Sohn bist, wohin gehst du dann? In the garden, right? In den Garten, richtig? In Eden, yes? Nach Eden. Therefore, what time is it now? Also, was für eine Zeit haben wir dann? It's a time of peace, yes? Eine Zeit des Friedens, richtig. Okay, and by God's grace, yeah, we will see more connections with respect to this point. Und bei Gottes Gnade werden wir in Bezug zu diesem Punkt noch weitere Sachen dazu sehen. But
I see that we do not progress as quickly as I thought. Aber ich sehe, dass wir nicht so weit voranschreiten konnten, wie ich es gedacht habe. And therefore, we'll see how far we get, okay? Deswegen werden wir sehen, wie weit wir es schaffen zu kommen. Anyways, could everybody follow so far? Okay. Aber konnte bis hierhin jeder folgen. Yeah. So that when you become a son of God, you have now seed in yourself. Dass wenn du also der Sohn Gottes wirst, dass du dann eben Samen in deinem Mund hast. In yourself. Okay. In dir selbst. In your heart, okay. In deinem Herzen. Which is also then in your mouth. That's true. Was dann auch eben in deinem Mund ist. Yeah, and because and therefore when it's in your mouth, you now a sower. That's sow seed, right? Und darum, wenn du es dann in deinem Mund hast, bist du dann der Seemann, der es aussieht. Yes, and you can now go forth and beget sons, okay? Und du kannst dann vorangehen und Söhne gebären. Yeah, because you know sow seeds, and whenever they receive these seeds, they can also become the sons of God. Weil wenn auch immer du eben aussehst und jemand erhält oder nimmt diesen Samen an, dann werden sie auch Söhne Gottes. And in this way, you are now a creator. Und in diesem Sinne bist du dann ein Schöpfer. And because you can now recreate, or Christ through you can recreate the hearts of others through the word. Denn dann kann Christus durch dich die Herzen der anderen neu schöpfen. Through the word that you sow into their hearts. Durch das Wort, das du dann eben in ihre Herzen siehst. Yes, amen. Amen. Okay. So if we keep these thoughts, then we can continue in the next presentation. Dann behaltet diese Gedanken, dass wir in der nächsten Präsentation fortfahren können. Okay, then let's close with prayer. Dann lasst uns mit Gebet abschließen. Dear Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. Lord, we thank you that you give us all these parables of the plan of salvation. Herr, wir danken dir, dass du uns all diese Gleichnisse gibst über den Plan der Erlösung. That from the beginning the Father and the Son was a parable to teach us about the plan of salvation. Dass schon von Anfang an die Beziehung von Vater und Sohn ein Gleichnis war, das uns über den Erlösungsplan lehren sollte. And that you want to make us also sons to have seed in our hearts and mouth. Und dass du auch möchtest, dass wir Söhne Gottes werden, die eben deinen Samen in unserem Herzen und in unserem Mund haben. That we can become sowers of this good seed. Dass wir Seemänner werden können des guten Samens. That we also can become fathers and beget many sons. Dass wir auch Väter werden können und viele Söhne gebären können. And Lord, we ask you that this would one day become reality in our own lives. Und Herr, wir bitten dich, dass dies auch einmal in unserem Leben wahr werde. That we would not be of those that make these false excuses before you. Dass wir nicht zu denjenigen gehören, die diese falschen Entschuldigungen vor dir machen. And reject all your offers of mercy towards us. Und all deine Angebote der Gnade für uns ablehnen. Help us therefore to really value these wonderful truths that you unfold in this time. Und so lasst uns bitte die wunderbaren Wahrheiten, die du vor uns darlegst, wertschätzen. And help us to resist this stupor that Satan wants to bring upon us. Und bitte hilf uns, uns der Schläfrigkeit, die Satan über uns bringen möchte, zu widersetzen. By praying and asking you for strength and help. Durch Beten und Bitten, dass du uns Kraft geben mögest. And therefore please protect us now in this break and bring us back together for the next presentation. Und so bitte beschütze uns in dieser Pause und bringe uns zurück für die nächste Präsentation. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so we come back in 10 minutes.